Hey Rally. Wie ist das? Tank und Blitz. Gutes Timing. Das ist ja. Lest selber. Falls euch die Story interessiert, mich interessiert sie nicht. Mich interessieren individuelle. Mir ist der Rest scheißegal. Okay. Yeah, lass uns anfangen. Auf geht's, Fettsack. Ja, wir können, sollten uns mal neue Karten kaufen. Unser Deck ist zwar gut gemacht, aber nicht genau das, was ich mir eigentlich vorstelle. Also in Real habe ich so ein Inferno-Deck. Als Karten. Das ist spezialisiert darauf, so viele Karten wie möglich aus dem Spiel zu entfernen und damit Monster anzugreifen, die einen erhöhten, also die pro Karte, die entfernt wird, einen Angriffspunkte bekommen. Zum Beispiel Grand Master der Aether oder Goldener Homunculus und so. Da habe ich mal schon eine Angriffskraft von 10.000 gehabt. So heftig ist mein Deck. Okay, mal schauen, was er jetzt macht. Okazi. Eine Burner-Karte. Und eine verdeckte. Oh nein, mystische Box. Oh man. Haben wir irgendwas dagegen? Ne, wir können nichts dagegen machen. Zwister zerstört zwar seine Zauber, aber der Effekt bleibt noch aktiv. Ja, super. Also gut. Ah ja, gar kein Monster. Ach nö, Hane hat uns gegeben. Ja, wir können es opfern. Oh, der Schöpfer. Okay. Sollen wir Verteidigung spielen oder Angriff? Ja, wenn da kein Monster-Schutz da liegt, spiele ich auf Angriff. Was soll denn das? Wie kann ich mir sowas nur im Kopf vorstellen, zu verteidigen? Angriff ist hier das Ziel, das Ziel, ja. Und wir erhöhen den Angriff noch weiter. Zack. Ach, Kuribo, fick dich! Jetzt haben wir die Falle umsonst eingesetzt. Okay. Er antwortet mit nur einem verdeckten Monster. Kann sein, dass es Hane ist. Spielen wir deshalb den Zwillingslaufdrachen. Und tun wieder unser Glück auf die Probe stellen. Ja, diesmal hat er Pech. Aber der Zwillingslaufdrache zerstört erstmal sein Monster. Kristallseher. Schwach. Topf der Trägheit oder grüner Apparat, der holt seinen grünen Apparat, okay. Zack, und er ist ein direkter Angriff. Und im nächsten Zug rufen wir den Schöpfer. Die stärkste Karte in diesem Deck. Ja, machen wir es direkt aus. Ja, super, eine Burner-Karte. Und ein gelber Apparat. Also sein Deck spielt darauf, so viele Karten auf der Hand zu haben und Muka Muka zu spielen. Muka Muka kriegt 400 Angriffspunkte für jede Karte auf der Hand, glaube ich. Oh ja, der Rechner. Mal schauen, wir haben 5, 9, 9 mal 300 sind 2700. Jetzt haben wir zwei starke Karten, die wir spielen könnten. Einmal der Schöpfer oder der Rechner. Spielen wir den Schöpfer. Denn der Schöpfer hat einen Effekt, den wir nutzen können. Okay. Aktivieren wir seinen Effekt. Jetzt können wir eine Karte auf den Friedhof legen. Und ein Monster spezial beschwören. Nehmen wir Klanghühnchen. Und im nächsten Zug können wir den Rechner spielen, weil jetzt haben wir insgesamt 13 Sterne, oder? 13, ja, haben wir 13 Sterne. Ha, ich habe ihn nicht verrechnet. Okay.
Dracheneis zerstört seinen Apparaten. Und der Schöpfer greift ihn direkt an. Und Bash. Und ein Phase. Ja, was kommt jetzt? Er setzt eine Verdeckte. Und ein verdecktes Monster und eine Verdeckte. So ist es richtig. Ich glaube nicht, dass es Spiegelkraft hat, weil Spiegelkraft kriegen nur die starken Gegner. Der hat keine Spiegelkraft, da bin ich mir ziemlich sicher. Spielen wir erstmal den Rechner mit 4500. Und jetzt spielen wir gleich noch eins. Das erhöht unsere Angriffsstärke des Rechners. Schmeißen wir Wurmbares ab. Und ja, spielen wir erstmal gigantischer Zwergkrug Spezial. Und das erhöht natürlich die Angriffspunkte des Rechners. Das hat er 5700. Okay. Der Schöpfer macht jetzt mal sein verdecktes Platz. Geflügelter Kurigibo, super. Ja, super. Jetzt kriegt er keinen Kampfschaden in der Runde, oder? Mal testen. Für einen Angriff oder für die Runde? Ich schau mal nach. Okay, für die Runde. Okay. Was kommt jetzt? Er zieht zweimal und überspringt seine nächsten zwei Drill-Phasen. Das heißt, er will jetzt alles auf eine Karte setzen. Also mit diesem Blatt muss er jetzt gewinnen. Oder wenigstens das Feld wieder ausgleichen. Aber das wird mir nicht gelingen. Instabile Evolution haben wir gezogen. Die kennen wir noch aus dem Kampf mit Rally. Setzen wir Wurmapokalypse verdeckt. Wobei wir hätten den Effekt von Schöpfer aktivieren können, aber ist wurscht, wir gewinnen eh. Gut, der Schöpfer macht jetzt mal sein verdecktes Platt. Wieder ein Apparillo. Und der Rechner. Ein direkter Angriff. Und wir haben gewonnen. Die Rechnerkarte habe ich übrigens auch. Aber ich habe sie nicht in meinem Deck. Okay, was? Wir haben keine Zauberkarten eingesetzt, oh mein Gott. Okay. Und mal einen kurzen Stopp. Weiter geht's. Na, jetzt kommt das Duell gegen Blitz, da ist er, glaube ich. Ne, Blitz. Blitz ist ja der andere Typ, ne? Der mit diesen. Mit diesen Dingern da, mit diesen Maschinenmonstern. Okay, der hat ein typisches. Ups. Der hat ein Deckkiller-Deck. Mein Deck in Real ist auch ein Deckkiller-Deck. Ein bisschen, weil ich hab da. Mir ist die Karte, diesen Krug da, wo man die Karten ablegen muss, alle um 5 neu ziehen muss. Und ich hab einmal. Hier ist die Karte Gesicht des Todes. Die mache ich immer in Kombi mit Goldsarkophag. Goldsarkophag entfernt den Gesicht des Todes aus dem Spiel. Und immer wenn ein Gesicht des Todes aus dem Spiel entfernt wird, müssen beide Spieler die 5 obersten Karten aus dem Spiel entfernen. Ich will mir auch noch einen Nadelkäfer rein tun. Nadelkäfer, den hat bestimmt der jetzt gerade verdeckt gesetzt. Na, ich hätte seine erst später spielen sollen, der hat wahrscheinlich mehrere Verteidigungskarten. Okay, mal schauen, ob wir gewinnen können. Weil sein Deck ist sehr verteidigungsstark. Ah, wir haben noch eine Karte, die sein Ding zerstören kann. Okay, dann zerstören wir seine zweite Zauber- oder Fallenkarte, was else? Wahrscheinlich eine Falle. Oh, es ist eine Falle. Burgmauern. Gut, dann spielen wir jetzt Wurmbarre. Barse heißt der, okay. Und wir wechseln sein Monster in den Angriffsmodus. Na super, jetzt aktiviert sich sein Effekt und er darf eine. Ah ja, super.
Die kommt ja wie gerufen. Effekt annullieren und zerstören. Okay, jetzt können wir ihn direkt angreifen. Ach, die Falle, die heben wir uns erstmal auf. Ich sagte, die Falle heben wir uns auf. So. Der kriegt erstmal Dresche von einem Wurm. Und der andere Wurm, er gibt ihm auch noch Saures. Gut. Endphase. Mal sehen, was er jetzt macht. Was? Er spielt. Ah, okay. Schild und Schwert vertauscht die Angriffs- und Verteidigungspunkteanzahl. Das heißt, er hat 2000 Angriff. Aber wir haben immer noch Kunai mit Kette und damit können wir seinen Angriff abwehren. Unsere Masse können wir verstärken. Außerdem gehe ich in den Shop und kaufe neue Karten. So. Jetzt haben wir uns mit 1900. Wir können allerdings nicht angreifen, da er eine Angriffskraft von 2000, Verteidigungskraft von 2000 hat. Setzen wir unseren Wurm Apokalypse wieder in Defense-Modus, weil 300 Angriff ist ein bisschen zu wenig. Den Effekt können wir nicht mehr aktivieren, weil das nur bei einer Beschwörung geht und jetzt können wir erstmal nichts machen. Das heißt, wir müssen auf eine Synchro spielen jetzt. Okay, wahrscheinlich ist es eine Deckzerstörerkarte. Aha, der hat dennoch Schicksalsheld Defender hat er auch noch in seinem Deck. Vielleicht ist es die sogar. Man weiß ja nicht. Na, Verstärkung haben wir. Hab ich die gesetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Okay, spielen wir erstmal unsere Valkyrie. Und greifen mit dem Wurm seine Steinstatue an und aktivieren die Falle, Verstärkung und kriegen einen erhöhten Angriffswert. Oh, scheiße. Jetzt kriegen wir 200 Schaden, denn die Steinstatue erlaubt doppelten Kampfschaden. Und zerstören wir eben sein zweites Monster. Oh, 400 Schaden. Diese Steinstatuen machen mich wütend. Naja, wir können immer noch finstere Valkyrie als Zwilling beschwören und dann können wir, kriegen wir einen erhöhten Angriffswert und ich glaube kaum, dass er noch eine dritte Burgmauernkarte im Deck hat. Na, ja, mach halt was. Soll ich vorspulen, wenn du nichts machst? Ich spule. Ah, okay, er macht nichts. Gut, es wird Zeit für die erste Zwillingsbeschwörung in diesem Spiel. Und jetzt kriegen wir erstmal eine Zählmarke. Das wird sein Angriffswert. Und das greifen wir an. Und zerstören seine Statue. Zack. Jetzt entfernen wir die Zählmarke wieder. Und um seine zweite Statue zu zerstören. So, damit ist sein Feld leer. Und er hat nur noch drei Karten auf der Hand. Er spielt dann wieder Schild und Schwert, oder was? Das verstehe ich nicht. Er hätte sie wenigstens verdeckt spielen müssen. Er können. Naja. Aber er opfert sie. Das sind halt Anfänger. Oder ist halt ein CPU. Schildstoß, die können wir verwenden, falls er noch ein Monster Verteidigung spielt. Greifen wir ihn erstmal zweimal direkt an. Er hat uns das angeboten und jetzt kriegt er seine unsere Belohnung dafür. Zwei direkte Angriffe. Ja, wir können die ja noch beschwören, genau. Habe ich vergessen. Ah, ich glaube, wir können. Ja, ich glaube, die kann man nur in der Main Phase 1 beschwören. Ich gebe zu, ich spiele nicht oft mit Zwillingsmonstern. Ich spiele nur sehr selten mit Zwillingen. Mit Spirit auch. Mit Toons spiele ich gar nicht. Okay. Ach, wir können ihn gar nicht mehr beschwören, oder was?
Sagen ich dir.